Hallo, in diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie der Aufbau der Nervenzelle aussieht. Und meine Informationen habe ich hauptsächlich von dieser Internetseite hier unten und die Grafik von diesem Mister von Wikipedia. Wir haben hier eine Nervenzelle, so sieht die in der Regel aus, so wird sie in der Regel abgebildet. Und dann gibt es einmal hier auf der rechten Seite die Zippelteile. Das sind die Dendriten, so nennt man die. Wobei das wahrscheinlich die Mehrzahl ist und das nur ein Dendrit. Also, das heißt, das sind mehrere Dendriten hier. So, das sind diese. Um das nochmal genauer zu zeigen. Hier diese Teile. Ich versuche es jetzt nur mal so textmarkermäßig hier. Das sind die Dendriten. Okay. Dann können wir es wieder wegmachen erstmal hier. So. Zup, zup, zup. Dieser Teil hier wird als Zellkörper bezeichnet. Oder auch als im Fachjargon dann Soma. Und dann haben wir hier auf der linken Seite die Synapsen. So, und dieses Teil hier in der Mitte. Das wird als Axon bezeichnet. Wow. So, das sind so die vier Sachen, die ich für die wichtigsten Punkte halte. Ach so, hier in der Mitte, das werde ich jetzt nicht dran schreiben, das ist noch der Zellkern. Aber das ist eher unwichtig erstmal. Wichtig ist, wenn man irgendwelche Bücher liest, dann steht da meistens drin Axon, Dendriten und Zellkörper. Das sind so die drei Hauptbestandteile von so einer Nervenzelle. Ich finde aber irgendwie, die Synapsen gehören auch noch dazu. Okay, was macht hier jetzt was? In so einer Nervenzelle gibt es so Input-Signale und Output-Signale und die Dendriten hier, das sind sozusagen die Eingänge. Man könnte sich so vorstellen wie so ein Audioeingang. Und wenn da genug irgendwie zusammenkommt, dann macht so eine Nervenzelle auch hier aus, Output, und dann geht das hier rein und dann kommt es hier raus und hier raus und hier raus. Das heißt, hier ist der Eingang und hier ist der Ausgang. So, das ist es im Grunde. Diese komischen Knubbelteile hier in der Mitte wird als Myelinscheide bezeichnet. Ich übernehme übrigens keine Verantwortung für die korrekte Aussprache. Ich hoffe, das ist alles soweit richtig. Das ist einfach nur eine Isolierung für diesen Weg hier von hier nach hier. Ja, und das war's im Grunde mit dem Aufbau. Wenn man jetzt noch wissen will, wie das insgesamt aussieht, so im Gesamten, dann ich habe mal hier so ein bisschen was verkleinert und da können wir jetzt so ein paar Zellen dran setzen. Dann zum Beispiel diese hier oder diese hier und noch die und die und die und die. Das heißt also hier, ich hoffe, das sieht man auf dem Video noch, auch wenn es sehr klein ist, die Synapsen von einer Nervenzelle sind immer hier mit den Dendriten von der anderen verbunden. Vielleicht noch dazu zu sagen, was man jetzt hier sieht, ich habe nur ein Beispiel so reingemacht, dass die Synapsen nicht immer wie hier irgendwie ganz außen bei den Dendriten dran sein müssen, sondern die können auch ruhig hier so in der Mitte sein. Also oder hier können sie auch dran sein. Also das ist kein Problem. Und so feuern die dann. Also sagen wir, von dieser hier aus würde ein Impuls ausgehen und das geht dann hier dran. Und sagen wir, der Impuls ist stark genug, dann geht das hier weiter. Und sagen wir, der Impuls ist stark genug, dann geht das hier weiter und das geht dann hier weiter. Und es ist dann so ein großes Netzwerk. Ja, und das war's auch eigentlich schon. Vielen Dank fürs Gucken.